Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich dachte mir jetzt heute wieder an meinem freien Tag, will ich euch dann auch wieder so ein bisschen was mitnehmen. Denn ich habe hier jetzt auch wieder ein bisschen was zu Hause, was ich auch machen kann und euch auch so ein bisschen was mitnehmen kann. So ein bisschen, was hier so mein Zimmer angeht natürlich. Dann dachte ich mir, na klar, mache es dann auch hier lieber mit euch zusammen. Also mache ich das dann aber gleich. Aber davor mache ich erstmal ein Video davon und dann, ja, aber erstmal mache ich so ein bisschen Skincare, weil ich habe es gerade so ein bisschen, ja, ich brauche das so ein bisschen. Also ich mache mir gleich erstmal kurz eine Maske und ziehe mir, denke ich, auch kurz nur so ein bisschen was anderes Chilliges an und dann mache ich das zusammen mit euch alles. So, also ich habe mich jetzt auch kurz wieder andere Sachen angezogen. Wieder ein bisschen im Chili-Mode. Habe aber auch jetzt kurz ein No-Stripe an der Nase. Das muss ja auch mal wieder ein bisschen gereinigt werden. Habe auch davor kurz noch so mein Gesicht ein bisschen gereinigt, mache aber dann auch gleich eine Maske, bevor ich dann so das ganze Video drehen so richtig angehe. Ich werde erstmal noch ganz kurz hier das Bett nur zurecht machen und dann will ich dann auch gleich dann direkt dann das Video drehen. Währenddessen schaue ich dann auch immer wieder Netflix an. Jetzt mal kurz gemacht und es ist jetzt wieder Zeit, das hier abzumachen. 15 Minuten sind ja schon rum. Au. Ich finde aber, die sind jetzt komplett anders, die neuen Patches. Wahrscheinlich haben die eine neue Formulierung und ich habe nicht mehr so das Gefühl, dass die wirklich das rausziehen, was die sollten. Aber jetzt irgendwie schon, aber davor fand ich die irgendwie besser. Wow, meine Augen. Ja. Ich cleane jetzt erstmal einfach mal kurz so mein Gesicht. Dann tue ich eine Maske drauf. Ist bitter nötig. Eigentlich auch unter meinen Augen. Aber wenn ich so eine der Tuchmasken dann drauf habe, muss es ja nicht unbedingt. Aber ich merke zurzeit, dass ich viel mehr so auf mich selbst konzentriere, auch so auf meine Pflege und sonstiges, dass ich auch mehr so darauf achte, was meine Haare angeht, zum Beispiel, dass sie besser aussehen, dass sie nicht irgendwie mehr so dünn wären und sonstiges. Aber vielleicht müsste ich mal wieder auch eh so oder so mal zum Friseur. Mal ein bisschen, vielleicht so eine Typveränderung generell und auch meine Spitzen mal wieder schneiden. Aber ich weiß nicht wohin, weil ich hatte ja eigentlich eins meines Vertrauens, aber ich weiß nicht mehr, ob ich da generell hingehen soll. Wäre vielleicht, glaube ich, keine gute Idee. Ich muss mir jemand anderes suchen. Aber ja, ich suche mir hier mal ganz kurz irgendwie eine Maske aus und trage die dann auf. Ganz süß, wie ich hier aussehe. Ah ja, ich habe mich für eine Peel-Off-Maske entschieden. Die lasse ich erstmal nach Gefühl ja auch immer drauf, dass ich das ganze Jahr abziehen kann. Ich lasse es dann ja auch erstmal so und mache ich dann danach dann auf ein Video, das ich dann auch abdrehen werde. Und dann werde ich euch dann auch zeigen, was ich dann auch alles hier in meinem Zimmer machen will. Also zum heutigen Stand sage ich jetzt erstmal und ja. Ich chill jetzt erstmal und schaue noch ein bisschen Netflix. So, Video ist abgedreht. Hier sind jetzt wieder die Sachen halt aufgeteilt.
Ich werde mich jetzt gleich aber wirklich zusammenraffen und mal schauen, wie ich das Ganze mache mit den Regalen und auch noch die, die da unten sind, weil in dem Video, was ich euch ja abgedreht habe und auch schon ja online ist, ne, habe ich die hier gesehen gehabt beim Teddy und damit würde ich es dann auch versuchen, da noch anzubringen. Vielleicht würde ich es auch erstmal mit den Acryl Dingern auch erstmal versuchen. Ich würde mich da erstmal kurz ein bisschen mal reinfuchsen. Hoffentlich würden das da auch nicht allzu lange beim Antrocknen dauern, sozusagen. Und ja, ich würde es, denke ich mal, bei allem erstmal probieren, bevor ich den Rest mache. Also, eins habe ich schon mal so befestigt. Bei dem bin ich jetzt eher mehr gute Dinge, dass es hält. Allerdings muss ich ja jetzt aber auch ein bisschen mehr länger warten, weil, so wie ich es ja verstanden habe, dass dadurch eine lange Antrocknungszeit hat. Aber ist ja auch jetzt auch gar nicht mal so schlimm, weil sonst würde ich das Ganze organisieren und sonst hier das erst dann am Wochenende machen. Wäre auch eigentlich an sich auch gar kein Problem. Das andere werde ich jetzt auch mal darunter hin tun. Und ja, dann warte ich auch erstmal so in 2 Tagen, dass ich dann alles ja auch so alles drauf tun kann. Also wenigstens bei den Acryldingern. Weil ich glaube, bei dem anderen Regal würde ich schon so mit ein paar Nägeln machen. Das würde ich, denke ich, hier daneben. Würde ich dann gleich sofort machen. Also zeige ich es euch erstmal. Das tue ich dann auf dem anderen Regal drauf. Dieser Regal sieht auch schon so ein bisschen mitgenommen aus gerade. Ist noch intakt. So habe ich es jetzt mal drauf platziert. Und machst du das gerade? So sieht es jetzt erstmal aus. Ich hoffe, das trocknet sehr gut. Bin echt gespannt, ob das wirklich so hält. Ich werde jetzt erstmal gucken, dass ich das andere daneben mal hermache. Leider findet man hier auch keinen Hammer. Also muss ich da mal so ein bisschen einklopfen. Ich hoffe, das hält aber auch wirklich gut. Bin mir nicht sicher, wie weit die Dinger auseinander müssten. So weit hoch. Würde es aber auch, denke ich, nicht machen. Ich denke, so ab hier, so ungefähr. Ich muss es vielleicht auch mit dem Dinger versuchen. Pressure is the biggest senior event that I'm and then the security and she's supposed to do her final pass today with.
40%, but ich kann die Schritte nicht wirklich halten. Weil das gar nicht so schwer wird. Das glaube ich eher nicht. Ich werde es auch damit eher versuchen. Mit dem Kleber. Also, so weit, so gut. Hält es erstmal. Ich beobachte das mal so die Tage und räume erstmal noch nichts ein. Erst so nach 2 Tagen ungefähr. Und ja, ich werde dann aber erstmal so dann auch die anderen Sachen erstmal so ein bisschen sortieren. Und auch, ich bin auch so ein bisschen am struggeln, ob ich jetzt schon mir ja einen ganzen Esstisch dann auch bestellen soll oder nicht. Weil, ja, ich bin mir noch nicht sicher. Ich sag dann aber auf jeden Fall Bescheid, wenn das dann dazu kommt, auf jeden Fall. Ja, also erstmal sitzt das schon mal. Ich hoffe aber auch, dass es gut antrocknet. Ja, hier ist auch alles ja zu, dass auch so das alles gut antrocknen kann. Genau. Und ich glaube, ich muss mir echt dann mehr davon kaufen. Vielleicht eher mehr im Baumarkt. Mal schauen. Ja, so ist das da dann halt schon mal so da. Und ich werde dann erstmal auch gleich mal die anderen Sachen ein bisschen einräumen. Ich müsste dann auch mal wieder meine ganzen Pinsel waschen. Das müsste ich echt dringend mal wieder machen. Ja, ich würde es dann auch heute machen. So, ich habe jetzt gerade noch die anderen Sachen kurz eingeräumt. Ich lasse die Döschen aber auch schon ja gleich hier draußen. Später werde ich dann aber auch noch ganz kurz ja mal beim was backen helfen. Vielleicht verschiebt sich das alles ja so ein bisschen, aber es ist auch gar nicht so schlimm, weil so bin ich heute nicht einmal so wirklich wie nur im Bett und sonstiges. Weil ich glaube, ich muss dann auch noch gleich kurz mit meinem Vater einkaufen. Also zumindest Walnüsse für das, was Mama ja backen will. Und genau. Das dann auf einmal und dann werde ich wahrscheinlich auch noch heute auch meine ganzen Pinsel waschen, weil das müsste echt auch noch echt dringend sein und auch nötig. Genau. Und damit ich auch ein bisschen weiterhin ja aktiv bleibe, dass ich dann auch so ein bisschen noch so Designs vielleicht üben kann. Einfach mal so dann auch auf Acryl alles ja so vorzeichne, mal selber irgendwas kreativ mache auch wieder natürlich. Genau. Es gibt auch gleich was zu essen, weil ich bekomme auch so langsam Hunger. Also, genau. Erstmal wird dann erstmal gegessen und dann kommt das nächste. So, ich bin jetzt gerade kurz unterwegs zum Lidl, was für Mama besorgen, fürs Backen. Und dann sehen wir uns gleich zu Hause wieder. Okay, ich habe mich jetzt kurz wieder hier in mein Zimmer reingesetzt. Während der Teig für die kleinen Dinger, die Mama machen will, gerade erstmal noch aufgeht, dass ich das ganze Glitzer hier vielleicht mal einsortiere in die kleinen Döschen. Ja, wo irgendwie gerade dreht sich wieder bei mir so ein bisschen die Stimmung. Das war ich gerade wieder so ein bisschen down. Aber ich weiß auch nicht gerade, was es ist, aber ich versuche mich auf Trab zu halten. Also mache ich das erstmal und meld mich danach dann wieder. Ich habe jetzt die Glitzerdinger jetzt einsortiert in die kleinen Döschen. Was ich auch dann gemacht habe, sind die Namen von jeweils den Tüten auch dann so da drauf geklebt, sodass man auch weiß, welches Glitzerpigment und sowas das von Just Nails ist. Passt ja auch irgendwie auch sehr gut da drauf. Das habe ich dann jetzt da einmal einsortiert und zum Glück hatte ich gerade das hier da drunter, weil sonst wäre der Tisch sehr viel mit Glitzer und das muss ich gleich noch alles wegräumen und ja, in den Müll und wegschütten
Das werde ich dann erstmal provisorisch auch erstmal in das Ding da rein tun, damit das alles eingeräumt ist. Und ja, und ich denke, ich werde bald meinen Schreibtisch heute doch noch auch dann bestellen. Weil ich denke, das wäre dann auch so das Beste, weil dann habe ich das dann schon mal gemacht, bis das dann irgendwann ja auch ankommt. Also denke eher mehr nächste Woche jetzt eher. So könnte ich es dann an meinen freien Tagen dann auch aufbauen. Und genau, das würde ich, denke ich, dann jetzt dann auch gleich machen. Ich kann euch dann noch hier einblenden, welchen Tisch und Kommoden das sind. Das sind halt welche von Amazon, wo ich denke, was auch sehr gute Sachen sind. Man muss ja auch nicht immer alles von Ikea nehmen, würde ich jetzt mal sagen. Genau, also denke ich, dass ich das dann auch dann gleich bestelle und das ja erstmal gleich alles einräume und dann gleich kurz zu meiner Mutter gehe und dann noch weiterhelfe mit den Broisch, so heißen die kleinen Gebäckstücke, die wir meistens so in Portugal machen. Es sind so... es gibt verschiedene Arten, wie man die machen kann. Und die sind immer so zu dieser Zeit, Jahreszeit immer so lecker. Werde ich das dann auch gleich mithelfen wieder. Also erstmal hier kurz aufräumen. So, Tisch ist gedeckt. Für noch ein paar Gläser und Servietten. Da essen ich, mein Vater, eine Freundin von meiner Mama und Mama. Also Essen ist ja schon sozusagen fertig. Ich tue noch kurz die restlichen Sachen darauf drauf und dann kann man dann gleich zusammen essen. So, meine Lieben, auch schon jetzt etwas später. Ich bin auch schon etwas müde. Es ist auch schon so nach 22 Uhr, bald 23 Uhr jedenfalls. Ja, man hat ja gerade noch den Fast and Furious noch auf dem Free TV angeschaut gehabt. Das lief ja heute. Ich wollte euch auch noch ganz kurz das kleine Gebäck zeigen, wie es ja jetzt gerade so aussieht. Die sehen einfach so lecker. Das macht man ja immer so zu dieser Jahreszeit. So sehen die aus. Schön fluffig. Man kann die immer zu einem süßen Kaffee oder so, wie heißt, Kuchen und Kaffee auch essen. So, so lecker sind die. So sehen die aus. Boah. Ich nehme dann auch morgen welche mit. Weil schon ein bisschen zu alt, einfach so zum Naschen. Ja. Ansonsten mache ich mich dann jetzt auch noch gleich so ein bisschen Bett fertig. Aber erstmal würde ich euch ja dann auch noch kurz Tschüss sagen, natürlich. Ich gehe schon mal kurz in mein Zimmer. Ja, ich bin schon schon echt begeistert von dem, dass gerade schon noch oder jetzt so gut hält. Hut ab. Ich muss dann noch mehr von dem kaufen, dass wenn ich auf jeden Fall, weil ich ja so oder so mehr Regale gebrauchen könnte. Und vor allem für die anderen Fläschchen und sonstiges, dass ich da alles ja platziere. Genau, und es hält bis jetzt sehr gut und ist auch nichts runtergefallen. Da bin ich jetzt schon begeistert. Aber ja, genau, ich mache mich dann jetzt auch schon gleich bettfertig. Und ja, ich bin noch irgendwie etwas am Überlegen wegen dem Schreibtisch, was ich mir ja besorgen will. Ob ich es jetzt schon gleich doch jetzt noch schnell so bestelle oder erst morgen. Sonst überlege ich es mir bis morgen. Aber ich kann es euch mal einblenden, wie es ja konstruieren würde. Also welchen Schreibtisch ich von Amazon bestellen würde und die Kommoden. Es ist auch irgendwie schon fast etwas günstiger als von Ikea, wenn ich es dort auch wie so zusammenstelle. Irgendwie habe ich so das Gefühl, schon noch fast unter 200 Euro. Aber ja, überlege ich mir gerade noch. Sonst will ich auch das auch so für mich schon, für mich selber, wie als Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk für mich auch zählen. Obwohl ich selber so immer wieder Teile ja auch für die Area auch kaufe. Also meine kleine Ecke hier ist so fast wie kleines Selbstbeschenken immer wieder mal. Genau. Aber ich überlege es mir gerade jetzt noch, sonst
sage ich es euch ja bestimmt gleich irgendwie so eingeblendet, ob ich es vielleicht bestellt habe oder nicht. Genau. Aber ja, ansonsten war es ein echt sehr schöner Abend. Auch wieder, ich weiß nicht, so wie es auch wie jetzt gerade die letzten Tage war, in dem mein Vater mit hier mit uns war und mit einer sehr, sehr guten Freundin von Mama und wir alle hier so zusammen, fand ich sehr, sehr schön. Es hätte nur noch eine Person gefehlt, den ich sehr, sehr mag. Ja, aber vielleicht dann nächstes Mal, wenn die Person dann auch Lust hat. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn das dann auch klappt, dass man hier das so alles ja auch kennenlernt. Ja, wenn es dann auch von dem Ganzen sehr zu allem führt, wenn ich das so mal sage. Ja, aber ansonsten war es dann auch für den Abend. Ich bin müde, morgen muss ich auch arbeiten, also ist Zeit ins Bett zu gehen. Ja. Also, ich hoffe, euch hat dieser Vlog hier trotzdem so auf diese Art gefallen. Und nächstes Mal geht es dann weiter mit ein bisschen dem Ganzen hier einsortieren. Vielleicht auch noch ein bisschen so Weihnachtsstimmung und sonstiges. Bald ist ja auch natürlich Weihnachten. Genau. Also, ja, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein Teil dieser Community hier seid. Also, klickt euch gerne runter auf das rote Abonnieren-Button und auch nicht zu vergessen, die Glocke daneben noch zu aktivieren. Ich würde mich auch sehr darüber freuen. Schaut auch gerne auf meinen Instagram-Kanälen vorbei, sowohl auf meinen Hauptkanal und auch auf meinen Nails Beauty Channel. Da würde ich euch gerne auch ein bisschen mehr zeigen, hoffentlich dann auch das nächste Mal. Und ja, ansonsten würde ich dann mal sagen, wir sehen uns dann zu meinen nächsten Videos dann wieder. Bye! Thank you.